wäre mir recht und dass ein bisschen Ruhe reinkommt. Okay, bis gleich, oder? Der Stein spricht ein indianisches Gebet. Ich bin ein Stein. Ich habe Leben und Tod gesehen. Ich habe Glück erfahren, Sorge und Schmerz. Ich lebe das Leben des Felsen. Ich bin ein Teil unserer Mutter Erde. Ich fühlte ihr Herz schlagen an meinem. Ich fühlte ihren Schmerz. Ich fühlte ihr Glück. Zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. So liebt, dass er sein liebes Leben verstößt, wenn einer für mich ertrinkt im Meer, so bin ich vom Steine zur Wiederkehr ins Leben. So, vielleicht noch ein paar Impressionen, die ich habe, verarbeite ich jetzt mal in meiner Musik. Daraus ist dann, wie angekündigt, diese Collage entstanden. Es sind also sicher bestimmte thank you.
nichts mehr. Dem stößt kein Tag mehr zu. Und alles lügt ihn an, was ihm geschieht. Auch du, mein Gott. Und wie ein Stein bist du, welcher ihn täglich in die Tiefe zieht. Vielen Dank, dass Sie hier waren, lieber Gerhard, liebe Lela. Gerne. War super. Und ja. Ich habe selten meine Skulpturen tanzen gesehen. Ja. Also, so viele können sich bewegen.